Vorletzter in der dritten Liga. Trainer Hoffmann erklärt Rücktritt beim ersten FC Magdeburg. Weg frei macht FC Magdeburg und Trainer Thomas Hoffmann gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Drittligist am Dienstagabend bekannt gab, erklärte der 54-Jährige seinen Rücktritt. Nach einem intensiven Gedankenaustausch mit Sportdirektor Ottmar Schork sei der 54-Jährige zu diesem Entschluss gekommen. Seit 2014 hatte er in unterschiedlichen Positionen beim FCM gearbeitet. Mitarbeit Hoffmann Alter, 54 FC Magdeburg. Alle Saisons, alle Wettbewerbe. Spiel 30 gewonnen, 7 unentschieden, 10 verloren, 13. Für mich ist FC Magdeburg ein ganz besonderer Verein. Doch durch die Ergebnisse der vergangenen Wochen sehe ich das Ziel Klassenerhalt ernsthaft gefährdet. Ich habe mich deshalb dazu entschlossen, den Weg frei zu machen für einen neuen. Ich hoffe sehr, dass der Club in der dritten Liga bleibt, sagte Hoffmann, der zuletzt 3 Niederlagen in Serie mit seiner Mannschaft einsteckte. In der Tabelle steht Magdeburg auf dem vorletzten Platz, zur Übersicht. Community Shock erklärte, dass er großen Respekt vor der Entscheidung habe. Der Druck auf seine Person war in den letzten Wochen für alle Beteiligten sehr belastend und an der Grenze des Zumutes. Es gilt nun nach vorne zu blicken, um schnellstmöglich die vakante Trainerposition neu als Interimstrainer fungieren. Zunächst die Co-Trainer Matthias Minko und Silvio Benkert.